Es ist Donnerstag, 9. Mai, Auffahrtswochenende. Wir sind auf dem Weg ins Wallis und wie man sieht, nicht ganz allein unterwegs. Unser Ziel ist das Unterwallis. Den ersten Übernachtungsplatz haben wir einen Stellplatz in der Nähe von Sion ausgesucht. Mehr haben wir zu dem Zeitpunkt, wo wir hier unterwegs sind, noch nicht geplant. Sicher ist, wir werden bis am Sonntag im Wallis bleiben. Ab Bern hat es nicht mehr so viel Verkehr. Wir fahren auf der A12 am Greierzensee entlang und kommen ohne Stau zum Genfersee runter. Hier führt A9 eine Zeit lang am See entlang, bevor es dann ins Rhonental weitergeht Richtung Sion. In Sion, Ausfahrt Ost, fahren wir dann ab der Autobahn. Jetzt geht es eine Zeit lang aufwärts Richtung Savisier. Wir haben den Weg genommen, den uns das Navi vorgeschlagen hat. Wer mit einem grösseren Wohnmobil unterwegs ist, sollte vielleicht einen anderen Weg nehmen, da es Passagen hat, die relativ eng sind. Der Grund, warum wir hier auf den Stellplatz gefahren sind, ist Bisse du Torrent Neuf. Ein spektakulärer Suonenweg mit mehreren Hängebrücken. Vom Stellplatz braucht man etwa 40 Minuten, bis man beim Eingang ist. Mit dem normalen Auto kann man ein bisschen weiter rauffahren, was mit einem Camper natürlich nicht möglich ist. Wer die Wanderung machen möchte, sollte vielleicht schwindelfrei sein. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst haben, und das ist leider nirgends erwähnt worden, der Suonenweg war nicht auf seiner ganzen Länge offen. Wir konnten nur ca. 1 Kilometer laufen und dann war es fertig. Der ganze Weg bis hinten ist nämlich 8 Kilometer lang.
Und für das braucht man ca. 2-3 Stunden. Da man den gleichen Weg wieder retour muss, kommen da schnell einmal 16 km zusammen und ca. 4-6 Stunden Wanderzeit. Oh, die erste Hängebrücke. Nicht schlecht, geil. 87 Meter lang. Das ist aber eine wackelige Sache hier drüber, leck mir. Das ist glaube ich noch eine von den kürzeren. Es gibt noch längere. Wenn wir dort herkommen. Mal schauen. Ja, hier ist überraschend fertig. Es sollte auch noch weiter hinten gehen, aber es sieht aus, als würden sie hier noch bauen. Das ist jetzt aber schade, es wären nämlich noch ein paar Hängebrücken gekommen. Nach dem überraschenden Ende sind wir dann beim Retourweg auf dem oberen Wanderweg Richtung Parkplatz gelaufen. Eigentlich wäre es Ziel gewesen, nochmal eine Nacht hier auf dem Stellplatz zu verbringen. Aber da wir jetzt ja nicht eine längere Wanderung machen konnten, haben wir entschieden, wir fahren weiter. Kurz entschlossen haben wir gesagt, wir fahren auf Grimenz rauf. Was dann nachher auch nicht so rausgekommen ist. Dann auf dem Weg nach Grimenz haben wir gesehen, dass es in Zinal oben einen Campingplatz hat. Also warum nicht auf Zinal fahren? Mal schauen, ob es dort oben noch ein Plätzchen frei hat. Wer also ins Bergdorf Zinal möchte rauffahren, der muss wissen, dass die Strasse sehr kurvenreich, steil und an einzelnen Orten recht schmal kann sein. Man sollte also seinen Camper im Griff haben, wenn man hier rauffährt. Zinal angekommen, sind wir dann überrascht gewesen, dass der Campingplatz mehr oder weniger leer war. Der Grund ist, er hat erst gestern Saisonstart gehabt. Genauso wie das Restaurant, das nebendran ist. Darum ist hier natürlich auch nicht viel los. Das wird sich aber sicher in der Hauptsaison ändern. In 30 Minuten ist man zu Fuß unterwegs, um vom Campingplatz nach Zinal vorzulaufen. Auch hier ist nichts los. Es ist Anfang Mai. Viele oder sogar alle Hotels sind noch geschlossen. Ein einziges Restaurant haben wir gesehen, das offen hat, neben dem vom Campingplatz. Der Einkaufsladen mitten im Dorf hat zwar offen, aber nur ein sehr reduziertes Angebot.
Man merkt natürlich, dass wir hier noch sehr früh in der Saison sind. Alle Bahnen haben zum Beispiel auch noch zu. Und viele Wanderwege ebenfalls. Zinal liegt auf 1674 Meter über Meer. Daher liegt natürlich in der Höhe noch relativ viel Schnee.